So, und da sind wir schon wieder zurück zu Gothic. Ja, ich hatte eigentlich angekündigt, hier einen kleinen Einbruch zu wagen, aber ich denke mal, das werden wir auf etwas später verschieben. Ich habe das mal offscreen probiert und es ist echt mies, weil sobald du da drin bist, greift dich alles und jeder. Es greift dich jeder von den Gardisten an. Die Schatten und die Butler, die verpissen sich vielleicht noch, aber die anderen, die gehen einfach nur gnadenlos auf dich drauf, also. Das ist schon sehr hart, deswegen das möchte ich mir jetzt nicht gönnen. Da kommen wir später vielleicht nochmal zurück, weil ich glaube, da kann man irgendwie noch eine. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, da kann man, glaube ich, eine Rune abstauben zum rein teleportieren. Aber da muss erstmal an Thoros und den ganzen Burgwachen und so weiter an allen vorbei und keine Chance. So aktuell echt viel, viel, viel zu hart. Jetzt ist die Frage, wir sollten Laris sollten wir besuchen und Gorn. Wollen wir mal gucken, ob der Laris wieder im Lager ist oder immer noch da oben bei dieser komischen Ruine. Ich hoffe, oh, das war jetzt die Aufgabe, oder? Verbannung aus dem alten Lager. Okay. Blattwenn, der nun mit deiner Gruppe gerissen, bezeichnet mich als Verräter und Abtrünniger. Gut. Hilfe der Feuermagier können wir jetzt vergessen. Suche nach dem Fokusstein. Haben wir soweit getan. Hochrat der Bauer weiß ich auch noch nicht, was wir denen sagen sollen. Wofür wir das Ganze brauchen, dann die ganze Kraft. Und das Treffen. Gut. Das sollen wir jetzt organisieren, deswegen sollen wir. Ja, hier müssen wir lang. Sollen wir Laris und Gorn auftreiben? Ja, das machen wir doch. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo die jetzt sich über versteckt hatten, verdammt. Ich hoffe, die stehen wieder an ihren alten Plätzen noch rum. Oder muss ich jetzt extra nochmal in diese komische Ruine da hoch? Ja, ich muss wieder in die Ruine hoch. Na, super. Da muss ich hin. Oh, muss ich noch mal gucken, wo der Gorn war. Da war da irgendwo am Meer da oben. Ja, da oben bei dem rechts oben ist er gewesen. Ja, dann gehen wir noch mal auf Wanderschaft. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht allzu viele fiese Viecher treffen. Aber ich will da. Fussel im Gesicht irgendwo. Njam, njam, njam. Kennt ihr das? Einfach so Fussel im Gesicht oder es kribbelt und kitzelt einen irgendwo und da hängt irgendwo ein Härchen oder was, man kriegt's nicht. Boah, furchtbar. Oder noch schlimmer, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Haar auf der Zunge. Da könnte ich platzen, da fummel ich ewig dran rum, bis ich endlich was gefunden habe. Nee, nee. Dieser scheiß Fluss hier, da ist immer auch drin gelandet. Noch keine Tiere in der Nähe. Sollten die nicht normalerweise resettet sein? Oder durch vielleicht noch fiesere ausgetauscht? Na gut, ich will mich nicht beschweren. Wenn nichts da ist, nichts da. Da können wir leicht unsere Aufgaben vollziehen. Dort ist der einzelne Varan, den ich vorhin noch überleben lassen hatte. Oder der erst nachträglich aufgeploppt ist. Das heißt vorhin, die Aufnahme war von gestern. So, da oben war ein Riesenrudel Bluthunde. Die sind alle weg. Jo, scheint so. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich relativ einfach zur Ruine da oben kommen. Da sitzt ein Bluthund, deshalb so wild. War das überhaupt hier? Doch, ich meine ja. Ja, hier bei der Burg. Das heißt, der müsste da oben aber eigentlich noch rumgeistern. Hoffe ich zumindest nicht, dass sie sich jetzt irgendwo ganz, ganz, ganz woanders versteckt halten wieder. Dann dürfen wir suchen.
Ach ja, so eine Schnellreisefunktion, das wäre doch mal geil. Aber in dieser Spielreihe gibt's das leider nicht. Elder Scrolls zum Beispiel, wenn du da einmal irgendwo gewesen bist, dann hast du Schnellreisenfunktion gehabt. Zumindest die spätesten Teile. Da war doch hier der Kackvogel. Oder will er sich hier... Der wird sich jetzt hier irgendwo anders versteckt haben. Ja, das wäre jetzt echt räudig. Ach, da ist er doch. Genau, der wollte die Bücher noch. So, Lester. Lester, habe ich Lazarus gesagt? Erwache! Wie soll ich den Vogel... Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Hab ich das schon gemacht, so. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Bruder, aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. So, will er uns noch irgendwas erzählen? Kann man nochmal anquatschen? Erwacht! Nö, das der war's. Schläfer. Ja. So, das Treffen. Den haben wir. Nur wo war Gorn? Das kriegen wir da bestimmt hier nochmal angezeigt. Satoras. Oder bei den erfüllten Aufgaben wird das. Fokus Stonehenge, Bergfestung, Klosterruine, Trollschlucht. Trollschlucht war Diego? Gorn, genau. Jo, das war dann, glaube ich, wenn wir nochmal auf die Fokuskarte gucken, das müsste dann rechts oben der gewesen sein. Ja, da ist rechts oben beim Meer. Oh, bis dahin dappeln jetzt extra. Wohl, durch Sektenlager müssten wir eigentlich schneller kommen. Die Sekte. Dreh- und Angelpunkt all unserer Reisen. Habe ich so langsam das Gefühl. Gut, durch das alte Lager wären wir jetzt noch schneller, aber da kommen wir ja nicht hin. So, so viel zum Thema Zeitvorteil. Alter, was machst du denn? Zeitvorteil zunichte gemacht, ganz toll. Man merkt, ich bin ein absoluter Pro-Gamer. So, den ersten Schwachkopf haben wir voll getextet, den zweiten suchen wir uns jetzt. Langer, langer, langer Weg wird das. Oh Mann. Aber wenn die Wälder wirklich so schwach bevölkert sind wie jetzt immer noch. So ein bisschen Musik einspielen, so Reisemusik könnte man doch mal. Oder schiebt man eine Hörspielkassette ein? Beziehungsweise eine Hörspiel-CD oder DVD, weil Kassette kennt ja kaum noch einer. Was blinkt denn da? Blutbuchensamen. Ah ja. Was genau kann ich damit machen? Nix wahrscheinlich. So, wir müssen lang. Einmal durch den Wald. Obwohl, wir können auch an dem Wald außen vorbeigehen. Weißt du was, ich nehme jetzt so einen scheiß Sprintertrank.
Haben ja noch 4 Stück da. Geht's ein bisschen schneller. Die Wege dauern mir echt viel zu lange. So umkreisen wir einmal, wie es immer nach und nach verschwindet. Als ob da so ein Sichtschutz aufgebaut ist und wenn man nah genug dran ist, dann verschwindet der Sichtschutz einfach. So, jetzt muss ich gleich ein paar Sekunden opfern. Gut, alles im Fluss entlang. Da kriegen wir wenigstens einen Großteil der Strecke per Sprint schon mal gebacken. So, die Brücke war es, glaube ich, nicht. Sondern die Brücke, die dann da unten kommt. Ja, die war es, glaube ich. Und dann da vorne die Brücke und dann sind wir auch schon fast da. Zip, einmal abbiegen und jetzt gleich hier links um. Und da haben wir das mit einem Sprinttrank eigentlich fast geschafft. Perfekt. Perfekter Mundo. Und ich hoffe jetzt nur, dass der Vogel jetzt auch hier unterwegs ist. Ja, was war das? Auch nicht schlecht. So, bitte nicht da runterfallen, danke. Ich traue dem manchmal nicht, als ganz ehrlich. Manchmal habe ich vor seinen Bewegungsmustern ganz schön Angst. Ja, das war's mit. Das waren 2 Minuten. Scheiße. So, bitte, er ist hier noch irgendwo unterwegs. Shit, was ist, wenn er jetzt nicht hier ist? Das kann er mir nicht antun. Der hat hier zu sein. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er nicht, zurück ins Lager wollte. Da sind wir ganz umsonst hier hochgedappelt. Aber hieß nicht, dass es hier noch umgucken wolle? Da ist der Fokusplatz wieder. Orkstatuen ohne Ende. Bitte nicht. Bitte, bitte sei hier irgendwo. Huch, wo geht's denn hier hin? Ach, hier war nur so eine kleine. Ach, die kleine Höhle, ne? Hier war der Schattenläufer, genau. Gorn? Shit. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo ist der denn? Wo wird er sein? Oder ist er wieder zurück ins Lager gegangen? Ah, da hochgeklettert wird er denn sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir schwerlich vorstellen, dass der da oben ist. Ah, ansonsten müssen wir gleich nochmal im Lager gucken.
Das fehlt mir jetzt noch hier. Ewiges Suchersein nach so einem komischen Vogel. Na. Dahin. Dahin. Hier ist er auch nicht. Jo. Was mache ich denn hier mit diesem komischen Ding? Könnte ich das mit Telekinese vielleicht umstürzen? Fällt mir gerade mal so ein, wir haben ja noch ein bisschen Telekinese über. Komm, dann mach mal kurz den Teleporter weg. Telekinese hin. Ne, geht auch nicht. Scheiße. Ich dachte, ich krieg das Ding hier so umgestürzt. Na gut, dann halt nicht. So, dann werden wir als nächstes mal nochmal beim neuen Lager gucken. Ach, da steht er doch. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet, natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Oho. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Aber ich habe mich bereits dem Feuer verschworen. Du brichst den Schwur ja nicht. Ich verstehe nicht. Du erweiterst deinen Schwur. Damit wirst du zur Magier der beiden Elemente. Sowohl die Macht des Feuers als auch das Wissen des Wassers stehen dir dann zur Verfügung. Ja, das ist nicht mal eine Kombination. Machen wir doch glatt mal. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Den Feuer. Du wirst nun den Segen des Wassers empfangen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Mit diesem Schwur einst du die Kraft des Feuers und den Segen des Wassers in dir. Du verbindest das, was vorher getrennt war. Möge dein Leben ein Zeichen des Bundes der Elemente sein. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Neue Klamotten. Schick, schick. Aber wir haben noch ein bisschen was zu klären, Kollege. Magie zu Ehren.
Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Er spuckt's aus. Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Aha. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Na super. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Oh, ein Problem nach dem anderen. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Oh, jetzt kann er mich noch unterrichten? Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch einen weiteren Kreis, den du nicht kennst. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. 30 Lernpunkte. Autsch. Mögest du in einem Stück zurückkehren. So, das heißt, wir müssen uns jetzt um Xardas kümmern. Genau, das Treffen organisieren und dann schauen wir mal weiter. Und wir sind jetzt offiziell Wassermagier.